Bist du bereit für die absolut geilste Methode, die es gibt, die dafür sorgt, dass du nie wieder einen Korb bekommst? Dann kauf jetzt mein Produkt für 130 Euro und ich zeig dir, wie du nie wieder einen Korb bekommst. Und das wird großartig, dann kannst du jede Frau haben, die du haben willst. Bleib einfach dran und ich zeig dir im Video, wie es funktioniert. Okay. So oder so ähnlich sehen manche Videos oder Videoversprechen aus oder Versprechen von manchen Coaches, die dir erzählen wollen, dass du niemals einen Korb bekommen kannst, wenn du eine gewisse Taktik anwendest, wenn du Frauen ansprichst. Und was ich heute mit dir machen möchte, ist mit diesem Irrglauben mal aufzuräumen und dir zu zeigen, wie es wirklich ist, dir einfach mal die Wahrheit zu sagen. Und dann kannst du selbst entscheiden, ob du Frauen ansprechen willst, ob du das zu deiner Reise machen willst oder ob du sagst, boah, also dann ist mir das echt zu anstrengend. Vorweg möchte ich einmal sagen, es gibt eine Möglichkeit, wie man sich keiner Ablehnung etwas annähern kann, sage ich mal, wenn du lernst, wie die Interessenssignale der Frau sind, also die Signale, die sie dir schickt, die dir zeigen, hey, ich bin interessiert an dir, sprich mich an. Dann kannst du die Ablehnung tatsächlich reduzieren, ja, also wenn du immer nur die Frauen ansprichst, die dir ganz klare Signale senden, zum Beispiel dich angucken, dich anlächeln, ihre Lippen berühren, sich über die Lippen lecken oder was auch immer, sich die Haare nach hinten streichen oder sich allgemein berühren, wenn sie dich anschauen. Wenn du auf solche Signale achtest und wirklich nur solche Frauen ansprichst, dann kannst du die Ablehnungsrate schon sehr gering machen, ist absolut wahr, aber sie wird niemals ganz weg sein. Du wirst niemals keine Ablehnung bekommen und schon diese Vorstellung ist einfach total bescheuert. Denn wenn du durch die Welt läufst mit dem Wunsch, die niemals abgelehnt zu werden, dann kommst du eben nicht besonders weit. Denn du wirst abgelehnt werden, du wirst von anderen Menschen abgelehnt werden, du wirst im Beruf abgelehnt werden, du wirst in allen Bereichen des Lebens mal abgelehnt werden. Und es gehört zum Erwachsenwerden, es gehört vor allem zum Mannsein, zum Mannwerden dazu, damit umzugehen, dass man auch mal abgelehnt wird. Zu erkennen, dass manche Dinge in der Welt nicht zusammenpassen. Wenn du zu mir kommst und du möchtest für mich arbeiten als Malermeister, aber ich suche einen Flirtcoach, dann muss ich dich leider ablehnen, denn es passt nicht. Du bist ein Malermeister und möchtest bei mir einen Malermeisterberuf ausüben, aber ich suche gar keinen, also passt es nicht. Und viele, gerade jüngere Männer, wollen den Irrglauben haben, wollen diese Lösung haben. Oh mein Gott, wie kann ich nie wieder abgelehnt werden? Ich mag das nicht, das tut mir weh. Und wenn du schon so denkst, wenn du schon nicht bereit bist, mal durch schlechte Emotionen zu gehen, dann wirst du ein sehr, sehr schwieriges Leben haben. Denn das Leben zu leben und Frauen anzusprechen, das erfordert, dass du auch durch Widerstände gehst, dass du durch Emotionen gehst, die sich nicht gut anfühlen. Und wenn du dich dagegen sträubst, wenn du dich dagegen wehrst, wenn du nicht in Ordnung damit bist, dann hast du riesige Probleme. Ja, dann bist du einer von diesen Männern, die unterwegs sind und die sagen, ja, irgendwann wird es klappen mit den Frauen. Ich weiß, irgendwann wird die eine kommen, aber ich spreche keine Frauen an, dann kann ich auch niemals abgelehnt werden. Das ist ungefähr so, als würdest du das ganze Spiel des Lebens gar nicht spielen, weil du dir denkst, oh mein Gott, wenn ich meine Wohnung verlasse, dann könnte ich sterben. Ja, du kannst sterben, aber was ist die Alternative? Möchtest du lieber nichts tun? Möchtest du lieber gar nicht leben? Was ist die Alternative? Möchtest du lieber keine Frauen kennenlernen? Oder möchtest du lieber Jahre damit verbringen, die Zeichen von Frauen zu lernen, bis du nur noch die Frauen ansprichst, die dir die richtigen Zeichen geben? Denn versteh mich nicht falsch, die Zeichen von Frauen richtig lesen können und dann fast keine Abfuhren mehr bekommen, das kann man eigentlich nur lernen, indem man es oft falsch macht, also Abfuhren bekommt und danach besser weiß. Kannst das nicht aus dem Buch lernen. Du wirst immer mal Fehlschläge haben in allem, was du machst. Und ich weiß, dass manche Leute aus der Schule kommen oder aus dem Studium kommen mit der Einstellung, und das hat man uns da auch teilweise so beigebracht, mach keine Fehler. Fehler zu machen ist schlecht. Wenn wir in der Schule Fehler gemacht haben, dann gab das Punktabzüge, dann gab es eine 5 und dann bist du durchgefallen. Aber hier im echten Leben, beim Frauenansprechen, dabei, wenn es um deine berufliche Zukunft geht, wenn es um dein Leben geht, dann ist es gar nicht so schlecht, mal Fehler zu machen. Fehler zu machen gehört dazu. Und je mehr Fehler du machst, desto schneller wirst du besser, gerade im Thema Frauen ansprechen. Und ich hatte da, oder ich habe immer verschiedene Arten von Coaching-Teilnehmern, die das sehr gut darstellen. Es gibt den einen Coaching-Teilnehmer, der hat Angst und macht nicht sehr viel, aber der ist sozial sehr angepasst. Und es gibt den anderen, der macht sehr viel, aber der ist sozial irgendwie komisch, weil er viel macht, aber nie drüber nachdenkt, was er da eigentlich macht. Und der andere, der macht nicht viel und kriegt deswegen auch nicht viel Feedback, kann nicht viele Fehler machen und wird deswegen auch kaum besser. Und dann gibt es halt diesen anderen, der macht viele Fehler, der macht einfach, aber der denkt nicht so richtig darüber nach, was da eigentlich passiert, und der zieht keine Lektionen daraus. Und wenn ich so einen Typen coache, dann wird der ganz schnell sehr viel besser, weil der halt viele Fehler macht. Und wenn du viele Fehler machst, dann kannst du sehr schnell besser werden. Das heißt, wenn du viele Frauen ansprichst und es funktioniert bei vielen Frauen nicht, dann kriegst du sehr, sehr schnell ein Verständnis dafür, wie es wirklich funktioniert. Dann fühlst du dich sehr, sehr schnell in Gegenwart von Frauen auch entspannter und wohler.
Das setzt eine Sache voraus. Viele Männer oder viele jüngere Männer denken auch, wenn sie eine Frau ansprechen und sie bekommen eine Abfuhr, dann liegt das daran, dass sie es nicht wert waren, die Frau, oder dass sie nicht gut genug sind. Wenn du so denkst, dann ist das ganz, ganz gefährlich und das zerstört auf Dauer dein komplettes Selbstbewusstsein, dein komplettes Selbstvertrauen. Und dann geht's in den Keller. Dann entwickelst du unter Umständen auch psychische Probleme und das willst du auf keinen Fall. Deswegen ist es wichtig, dass du erkennst, wenn es nicht gepasst hat oder wenn die Frau Nein gesagt hat, dann ist es einfach so, weil es nicht gepasst hat. Du warst Mayonnaise, sie war Ketchup. Du wolltest Malermeister bei ihr sein, aber sie hat einen Flirtcoach gesucht. Es hat nicht gepasst. Ja? Und es kann natürlich sein, dass wenn du dich als Mann weiterentwickelst, wenn du in 10 Jahren ein anderer Mann bist, dass es dann gepasst hätte. Aber es hat nichts damit zu tun, dass du dann ein besserer Mann bist, sondern einfach nur, dass es dann was anderes ist. Vielleicht sucht die Frau gerade was anderes. Es passt dann einfach nicht. Das hat nicht so viel mit dir persönlich zu tun. Nicht so viel. Klar, wenn du die Frau jetzt ein bisschen selbstbewusster angesprochen hättest, dann wäre das Gespräch vielleicht ein bisschen länger geworden. Durchaus, das kann durchaus sein. Es gibt Fähigkeiten, die kann man verbessern. Aber wichtig ist, dass wenn du eine Frau ansprichst und das funktioniert nicht, du dir nicht selbst die Schuld gibst oder denkst, oh Mann, ich bin es nicht wert, ich bin so wertlos, ich habe es schon wieder nicht geschafft. Wenn negative Gedanken die Konsequenz deines Ansprechens sind, dann führt das zu sehr, sehr großen Problemen. Also akzeptiere, hey, es gibt nicht diese Möglichkeit, nie wieder einen Korb zu bekommen. Viele Männer wünschen sich das. Und es gibt auch einige Coaches, die marketingmäßig das Ganze benutzen und dir erzählen wollen, es gibt einen Weg, wie du nie wieder einen Korb bekommen kannst, aber es gibt diesen Weg eben nicht. Und die wollen das, oder die benutzen das dazu, damit sie dir Sachen verkaufen können, anstatt dir die Wahrheit zu sagen, dir zu sagen, hey, es wird Ablehnungen geben, du wirst dich vielleicht auch mal schlecht fühlen und das gehört einfach dazu. Sich schlecht zu fühlen gehört zum Mannsein dazu. Ja, es gibt Wenn du so einen männlichen Einführungsritus machst, wie das in Stammeskulturen zum Beispiel der Fall ist, dann wirst du rausgeschickt in die Wildnis und vielleicht hast du den Film 300 gesehen, da wurde das gemacht, da wurde der Junge rausgeschickt in die Wildnis und er musste so einen Tiger mit dem Speer töten und dann kam er zurück und war ein Mann. Diese Jungs mussten sich viel mehr als negative Emotionen stellen, die mussten sich dem Tod stellen, um wiederzukommen und ein Mann sein zu können. Und wenn du nicht mal bereit bist, dich negativen Emotionen oder Ablehnung zu stellen, wie kannst du dann jemals ein richtiger Mann werden? Wie kannst du denken, dass du jemals ein richtiger Mann werden könntest? Ja, deswegen sieh das Ganze nicht als, oh nein, das wird schwierig, oh nein, ich werde Ablehnung bekommen, sondern sieh das als, oh okay, das ist eine Möglichkeit zu wachsen, das ist eine Möglichkeit stärker zu werden, das ist eine Möglichkeit Fehler zu machen und Erfahrungen zu sammeln. Und je mehr Fehler du machst, desto schneller wirst du besser an Frauen ansprechen und desto schneller kommst du zu den Frauen, die du dir wünschst. Scheißegal, ob du jetzt mit vielen Frauen schlafen willst oder dir eine feste Beziehung wünschst. Also nochmal zusammengefasst, es gibt nicht keine Ablehnung, egal was Leute dir verkaufen wollen. Wenn sie es dir verkaufen wollen, dann lügen sie dich an, dann würde ich da ganz schnell mal weggehen und da den Leuten nicht mehr zuhören. Darüber hinaus kann man es natürlich schaffen, indem man sehr viel die Interessensignale der Frau liest. Dann kann man es schaffen, unter Umständen dahin zu kommen. Aber es dauert einfach auch lange. Und je mehr Fehler du machst, desto besser und desto schneller wirst du besser, was das Thema Frauen entsprechend angeht. Deswegen mach viele Fehler, sei stolz darauf, Fehler zu machen, mach gerne Fehler. Und vielleicht ist Fehler sogar das falsche Wort. Vielleicht sollte man eher sagen, sammle gerne Erfahrungen, mach viele Erfahrungen. Denn wenn du eine Frau ansprichst und es funktioniert nicht, dann ist es ja auch eine Erfahrung. Fehler lässt das Ganze so ein bisschen negativ darstellen, das merke ich gerade selbst. Nenn es einfach Erfahrung. Jedes Mal, wenn du eine Frau ansprichst, ist es eine Erfahrung für dich. Ganz egal, ob es jetzt darin endet, dass ihr zusammenkommt, miteinander schlaft oder ob es darin endet, dass ihr euch nie wieder seht. Es ist immer eine Erfahrung gewesen und je mehr Erfahrung du machst, desto schneller wirst du besser. Deswegen streich vielleicht einfach, ganz spontane Sache jetzt, streich vielleicht einfach dieses Wort Fehler mal aus deinem Wortschatz und ersetze es durch Erfahrungen. Du hast Erfahrungen gemacht. Und je mehr Erfahrungen du machst, desto schneller wirst du besser. Und deswegen sieh diese Ablehnung nicht als Fehler, sieh sie als Erfahrung. Und Erfahrungen sind nötig, um besser zu werden. Ohne Erfahrung wirst du niemals besser werden. Ist wie so beim Computerspiel, wenn du jetzt World of Warcraft spielst und du musst ganz viele Schweine töten oder was man da auch immer tötet. Und dann kriegst du halt Erfahrung und dann levelst du ab, Level 2, Level 3, Level 4. Aber wenn du niemals diese Schweine tötest, wenn du niemals dich dem Bossgegner stellst und auch mal gegen den Bossgegner stirbst, was ja auch eine Erfahrung ist, weil danach weißt du, ah, das muss ich anders machen, ich muss diese Waffe mitnehmen. Aber wenn du das nie machst, dann kannst du halt keine Erfahrung sammeln, dann kannst du nicht leveln, dann kannst du deinen Charakter nicht höher bringen, dann kriegst du nicht die bessere Rüstung und das bessere Schwert. Dann levelst du nicht ab in deinem eigenen Leben und das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Dann fühlst du dich schlecht, dann fühlt sich dein Leben sinnlos an und
ehrlich gesagt, hast du dein Leben auch auf gewisse Art und Weise vergeudet, wenn du einfach niemals Erfahrung machst, wenn du Angst davor hast, Fehler zu machen. Deswegen geh da raus, sprich die Frauen an und sei bereit, dass es auch nicht funktioniert. Und es gibt nicht die Lösung, die dafür sorgt, dass du keine Abfuhr mehr bekommst. Lass es dir gesagt sein. Schön, dass du dabei warst. Das habe ich vorhin ganz vergessen zu erwähnen. Trag dich gerne, wenn dir dieses Video gefallen hat, in mein Online-Coaching ein. Das kannst du gratis hier unten machen. Oben geht es zum letzten Video auf meinem Channel und dort kannst du den Channel abonnieren. Die Eintragung ins Online-Coaching ist auch nochmal im ersten Link in der Beschreibung möglich. Schön, dass du dabei warst hier am Samstag. Wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, ciao. Okay.